in diesem Video. Ist Bewegung am Himmel? Laufe ich weg? Gehe ich irgendwo rein und sag ein paar Worte? Schönen guten Morgen im wunderschönen Norwegen. Was ein Morgen, was eine Überraschung. Gutes Wetter. Unser Eins hat super geschlafen, es ist ruhig gewesen. Rentiere stehen um uns rum, es ist ein guter Wind, aber trocken, blauer Himmel. Und da hinten schien vorhin sogar kurz die Sonne. Die Temperatur liegt bei ungefähr knapp unter 0 Grad. Der Van allerdings am Auftauen, weil es natürlich warm ist. Und ja, da hinten Rentiere. Was willst du mehr an einem, was haben wir heute, Dienstag? Jo, und ich denke, wir können unser Tagesprogramm starten und machen den Motor an, fahren downtown, gehen auf den Berg, versuchen unser Glück. Was meint ihr? Es geht zwar ein ordentlicher Wind, aber ein kurzer Drohneflug vielleicht noch. Ich schick mal den Co-Pilot in die Luft, also eher die Drohne. Willkommen zurück. Alter Schwede, Co-Pilot hat super kalte Tatzen gekriegt. Es ist zwar nicht kalt, aber der Wind übel. Er verabschiedet sich nach hinten und liegt und wird von allen anderen gewärmt. Ihr wollt wissen, wie das aussieht? Naja, ungefähr so. Und ich mach mal den Motor an und fahr los. Dann wollen wir mal versuchen, den guten Kaiman hier aus dem Schnee zu kriegen. Das ist auch kein Pulverschnee mehr, sondern Pappschnee. Knapp über 0 Grad mittlerweile. Aber ihr seht's. Und dann heißt's zurückpflügen über den Weg, den wir gestern gekommen sind. Die Spur sieht man kaum noch, ist verschneit, verweht. Aber wir fahren ja als Läge hier nichts. Also alles entspannt und easy. Und dann sind wir auch schon downtown. Und dort, wo wir das Auto lassen und jetzt wandern gehen. Kein Scherz. Wir gehen wandern. Das hier ist ein Parkplatz irgendwie. Dann mal los, Freunde. Habt ihr alles dabei? Euer Equipment. Rucksack nicht vergessen. Gut, dann können wir ja los, oder? Und wir laufen da lang. Aufi. Über die Straße. Rechts, links gucken. Kommt keiner. Und dann sind das jetzt 1,3 Kilometer. Seit dem Schneefall ist hier außer mir noch keiner gelaufen. Ich glaube, der Weg wäre sogar fahrbar. Aber ein bisschen Bewegung ist auch nicht schlecht. Und wenn das Wetter schon mal so genial ist wie heute, muss man das auch nutzen. Selbst ich. Wir haben es noch nicht ganz hoch geschafft, aber den großen Anstieg in Anführungszeichen haben wir hinter uns. Und jetzt stellt sich die Frage, wie weiter? Ist das der Weg? Oder querfeldein? Schwer zu sagen. Wir fragen mal die App. Mappy CZ meint da lang. Wir müssen um den Berg rum. Dann mal weiter, bevor es hier wieder dunkel wird. Flotten Schrittes durch den Schnee. Jo, das sieht hier sehr karg aus, ganz ehrlich. Als wäre man, weiß nicht, Nordpol. Flache Steine, paar Wolken am Himmel, blauer Himmel und da hinten ein bisschen Gräser. Der Knüller. Und dann kommt hier doch tatsächlich noch die Sonne zum Vorschein. Unfassbar. Der Einzige, der hier auch schon mal gelaufen ist, ist der Fuchs. Und mit Sonne sieht das gleich noch cooler aus hier.
echt spektakulär und der Wind immer scharf von rechts oder links. Die Sache ist die, wir müssen jetzt irgendwie links, wenn das mal gut geht hier. Hab dann doch noch den ordentlichen Weg gefunden. Und was machen wir jetzt hier? Hier stehen oder liegen lustige Metallsachen. Eingang, Sonnenbrille gegen Lampen getauscht. Geh mal rein. Wo geht's hier hin? Hinter euch ist wieder Tageslicht, geht's raus. Hier geht's noch rein. Ist aber leider nur ein kleiner Raum, mehr nicht. Schade. Und in die Richtung hinter euch gerade eben geht's wieder raus. Da ist auch einiges kollabiert. Es gibt hier noch die Schützengräben eingegraben in den Stein. Sonst nicht. Da hinten ist noch was Bunkerähnliches. Ich laufe mal noch ein paar Meter hier durch den Schützengraben. Ob noch was kommt? Ne, nicht wirklich. Da ist recht Schluss. Ich bin wieder auf dem Hauptweg. Und jetzt biegt hier nochmal ein Wegli ab. Wollen wir noch mal sehen, ob es da mehr zu erkunden gibt. Auch hier liegen noch letzte Teile der Luftabwehr rum. Rosten vor sich hin. Bunkereingang sehe ich hier jetzt aber nicht. Was ich dafür sehe, ist der Leuchtturm. Den haben wir gestern von der anderen Hütte auch gesehen. Ich bin weitergelaufen. Jetzt den Berg ganz hoch. Hinter mir kommt ein Schneeschauer. Hier oben hängt ein Briefkasten. Gucken wir mal, was drin ist. Ah jo, ist das Büchli drin. Hier haben wir noch einen Bunker, der rausguckt. Der Ausguck sozusagen. Und von hier haben sie die Barentssee überwacht und beschossen. Und haben wir jetzt vielleicht noch Glück? Zwei Eingänge. Da drüben ist einer. Und hier. Rein da. Kommt nämlich gerade schlecht Wetter. Wir nehmen erstmal den linken. Und es kann gut sein, dass hier ein Fuchs wohnt. Denn da sind Spuren eines Fuchses. Der quält es hier drin sicherlich auch gut. Kopf aber auch, das ist nur ein Gang und nichts anderes. Die hatten hier Luftabwehr ohne Ende. Oder was auch immer da geschossen wird und hat. Versuchen wir mal den anderen Eingang. Und hier gibt es noch einen dritten. Der geht mal richtig das Loch ab. Gucken aber erstmal links. Mal schauen, wo es da hingeht. Ja, ist auch wieder nur ein Gang. Mit ein paar Räumen. Ist ja Bullshit, kann man sich auch sparen. Geht nicht weiter. Bleibt die Frage, wo geht's da hin? Und kommen wir da rein und jemals wieder raus? Ja, gucken wir mal. Geht ihr mal vor, ich halte uns fest. Und dann gucken wir, was passiert. Ob es da irgendwo hingeht oder nicht. Hier liegen verrostete alte Gerätschaften rum und da hinten geht der Gang weiter. Ich glaube, wir haben den Hauptbunker gefunden. Geht's noch irgendwo hin? Das ist ein richtig gut erhalten Haus hier. Alter Schwede, ausbetoniert alles. Da geht's wieder raus. Oh, das ist der einfache Eingang. Geht der Weg auch noch entlang. Außerhalb des Bunkers. Geh mal lieber wieder rein in den Bunker, das sieht stabiler aus. Weg zum wieder außerhalb vom Bunker. Der Weg ist nicht im Bunker. Hier liegen noch komische Dinge rum. Und dann haben wir wieder Richtung Bunker gegangen. Wir drehen um, die haben den Berg echt wie ein Schweizer Käse auseinanderbaut. Dann geht's hier hoch. Und ich komme jetzt zum Ausguck. Geht's denn weiter? Ah, hoch geht's, aber keine Leiter. Umdrehen. Jo, das war's für diesen Bunker. Der war ja mal nicht ganz schlecht, oder? Mal sehen, ob es noch mehr gibt hier. Arsch der Welt, aber ein Riesenfunkturm. Ich liebe es. Und nur mal so nebenbei,
da unten ist das Dorf und da vorne steht der Kaiman. Ja, ich bin auf der Suche nach noch einem Eingang und vielleicht auch einem Abstieg, denn wir sind ja echt verflucht nah an Downtown. Okay, hier ist ein Betongebilde. Seht ihr es auch? Jo, et voilà, da ist der Eingang. Puh, da ist ein Fuchs. Da wohnt ein Fuchs. Gott, hat er mich gerade erschrocken. Da filmt man einmal nicht. Da wollte da die Wand hoch, rechts von der Tür, von ihm aus gesehen. Aber jetzt können wir da nicht rein, solange der da drin ist. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Er hat es nicht nochmal versucht, ein paar Steine geworfen. Entweder so tiefer rein oder auf dem rückwärtigen Ausgang raus. Ja, schön raus, der Sack. Oh, hier steht noch ein Bett. Kein Wunder, wohnt er hier. Ist recht gemütlich. Das Öfeli. Da kann man schon mal aushalten im Winter. Und hier halt der Boden. Man weiß, was drunter ist. Ja, da ist er raus. Mit Spuren. Jo, schöner Blick hier durch den Ausguck. Bin wieder raus und frage mich jetzt, wie ich wieder runterkomme. Da stopfe ich weiter durch den Schnee. Ich laufe so, wie ich gekommen war, sicherer. Durch den Wind. Oh, euch blinzle ich nach Haus. Moment. Ja, servus. Ihr auch wieder hier. Ich auch. Runter ging schneller als hoch. Und jetzt aufwärmen. Kaffee. Milch haben wir nicht mehr. Habt ihr Kaffee gemacht? Ja, ich sitze hier am Handy und bin am E-Mails beantworten. Und wenn das passiert, ist es immer ganz schlecht, weil dann vergeht die Zeit ganz schnell und ich sitze hier und habe immer noch keinen Kaffee. Und ihr so? Ich habe euch den Berg hoch und runter geschleppt, da könntet ihr wirklich mal einen Kaffee machen. Ei, super, ihr seid die Besten. Und eine Prolle Prinzen habt ihr auch noch gefunden. Ganz vielen Dank. Und passend zu Kaffee und Keksen kommt hier die Rentierherde vorbei. Ganz schön große Viecher, die hier im Schnee wühlen und nach Futter suchen. Noch haben sie es nicht so schwer. Viel Schnee liegt ja noch nicht. Die harte Zeit steht ihnen erst noch bevor. Während ich hier drin genüsslich euren Kaffee genieße, sind draußen Streetfights zugange. Alter Schwede, neben der Straße wird gefressen, auf der Straße wird gekämpft. Mit schweren Bandagen. Und nicht nur ein paar, da kämpfen mehrere. Hier ist ganz schön was geboten. So Leute, jetzt bin ich mal ehrlich, genau das ist jetzt der Moment. Ich muss an den Rechner und arbeiten. Normalerweise in Zottel würde ich mich jetzt oder würde schon in der Dinette sitzen und mich an die Arbeit machen. Im Lounge 600 hier vorne könnte ich arbeiten, ist aber auf lange Sicht nicht wirklich perfekt. Also bleibt nur eins, ich muss nach hinten. Ist aber noch der Bettmodus. Da muss ich jetzt erstmal komplett aufräumen, die Bärenbande umsortieren, das Bett hochfahren, dann untenrum im Fußbereich einiges wegräumen, dass ich da überhaupt bequem sitzen kann. Und das sind echt viele Handgriffe, um Arbeit. Das ist jetzt nicht per se schlecht am Auto, aber es ist einfach ein Aufwand, den man betreibt, um arbeiten zu können. Und wenn man sowieso gerade keine Lust zum Arbeiten hat, dann ist das der beste Grund, nicht zu arbeiten. Was blöd ist, weil dann macht keiner die Arbeit. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich immer wieder sage und schreibe, dass ich den Kaiman am Ende dieser Tour nicht kaufen werde. Ich gebe ihn Anfang Januar wieder zurück. Er wird dann verkauft auf der CMT oder im Januar halt, bis sich ein Käufer findet und das Fahrzeug verkauft ist. Wir gehen wieder in Zottel. Denn um im Van wirklich zu leben und zu arbeiten, ist der Zottel-Grundriss einfach für mich der bessere. Natürlich gibt es auch den 6 Meter Kaiman, sozusagen als klassischen Grundriss. Allerdings hat man dann ein deutlich schmaleres Bad als das, was wir jetzt hier haben. Denn der ganze Bau des Fahrzeugs ist natürlich anders. Er hat dann eine Dinette, hinten ein Querbett. Ist dann aber alles deutlich gedrängter als jetzt. Interessant wäre mal ein MAN auf 6,80 Meter mit Querbett. Normalerweise kommt er ja mit Längsbetten, die 2 Meter sind, also man verliert echt viel Platz durch die Betten. Ich habe jetzt aber gemerkt, mit Querbetten komme ich klar. Und um drin zu wohnen und zu arbeiten und zu leben,
ist natürlich ein bisschen mehr Länge, ganz nett. Natürlich erkauft man sich damit auch Nachteile. Offroad-Tauglichkeit, Wendekreis, Parken. Man muss ihn auflasten, höher legen, dass man weiterhin Bodenfreiheit hat mit einem sehr langen Radstand. Aber sowas wäre mal ein Konzept, das würde mich sehr interessieren. Und nur mal so, 14.30 Uhr, hier geht die Straßenbeleuchtung an. Die Dämmerung ist schon leicht fortgeschritten. Die Sonne ist weg und wir sollten uns mal überlegen, wie es weitergeht. Bock, irgendwo hinzufahren habe ich eigentlich nicht, denn jetzt wird es dunkel. Ist blöd, das machen wir lieber morgen. Ich glaube, wir pennen noch mal eine Nacht hier. Ist auch ganz gechillt. Und jetzt muss ich echt arbeiten, Mann. Aber da hinten bewegt sich weiter nichts. Mit Hilfe des Co-Pilots habe ich umgebaut, sitze am Rechner und arbeite. Es ist 15.11 Uhr, wollte mal rausgucken. So viel dunkel ist es schon. Da fehlt nicht mehr viel und wir haben es grabe Nacht. An uns ist bisher auch noch niemand wieder vorbeigekommen. Wir stehen hier unbehelligt und einsam. Da sitzt man hier und arbeitet und plötzlich kommt da Räumgerät. Alter, das hätte ich jetzt im Leben nicht erwartet. Das ist der Knaller. Was machen die hier? Ich dachte, die räumen hier nichts mehr und geben den Ort auf, wenn es zu viel schneit. Tja, da räumt er hier, aber wie ein großer. Nicht nur eine Spur, sondern praktisch den gesamten Platz hier. Mal sehen, was die vorhaben und wie lange die hier die Straße frei halten. Aber vermutlich noch ein bisschen und dann ist er wieder weg. Und wir haben den Ort wieder für uns. Also Leute, ist ja ganz nett hier vor dem Klohaus, aber woanders ist es auch schön. Und jetzt, wo die Straße geräumt ist, fahren wir natürlich nicht zurück dahin, wo wir herkommen, sondern wir fahren dahin, wo wir herkommen. Nämlich ins Outback wieder. Auf unseren schönen, abgelegenen, ruhigen Spot am Ende des Dorfs und der Insel und Gott weiß was noch. Graubelt und schneit auch immer mal wieder leicht. Wir haben aber plus 2,5 Grad, also von Winter ist nicht mehr viel zu spüren hier. Wir könnten hier links fahren zu unserem Spot von letzter Nacht, aber wir fahren mal geradeaus. Mal gucken, was da noch kommt, wenn was kommt. Ich hoffe, keine Klippe oder sowas. Wir wollen ja nicht irgendwo runterfallen. Ich lasse mal Google Maps vorsichtshalber mitlaufen, dass hier nicht irgendwas Dummes passiert. Das wollen wir ja nicht. Ne? Und hier ist dann auch Schluss. Das ist eine Wendeplatte. Ich glaube nicht, dass da heute noch einer wenden kommt. Da stellen wir uns ans Ende, würde ich sagen, oder? Das ist doch schön. Da, schau an. Es ist, glaube ich, ziemlich Flut. Die Wellen rollen hier an Land. Hinter uns leuchtet der Heckscheinwerfer nach da, wo wir herkommen. Ich glaube, wir haben es gut. Da ist schon lange dunkel, drin Hunger. Mir ist da eingefallen, ich habe noch Restsuppe. Den gibt es als Vorspeise und dann muss ich aber noch kochen. Hühnchen, Reis, Mais, Curry. Hühnchen, Knoblauch, Zwiebeln, alles rein. Irischer Reis in Norwegen und es kann auch gut sein, dass der schon in Island mit dabei war. Fertig, wir essen mal. Guten Appetit. Jo, da liege ich im Bett. Das war's für heute. Hier geht's morgen weiter. Und morgen fahren wir auch wieder, also richtig, raus aus dem Dorf und zurück. Ich hoffe, das Wetter spielt halbwegs mit. Für heute sage ich gute Nacht und bis morgen. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Vielen Dank fürs Werbung schauen. Darüber finanzieren wir uns hauptsächlich. Und Dankeschön für die Nutzung des Amazon-Partnerlinks und auch für den PayPal-Support. Coole Sache, freut uns jeweils riesig. Vielen lieben Dank. Und jetzt gute Nacht, bis zum nächsten Video.